Es ist ein Instinkt. Ein Gefühl. Die Macht brachte uns zusammen. Wir sind nicht allein. Viele Leute werden kämpfen, wenn wir sie anführen. Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich. Ich schon. Lange habe ich darauf gewartet. Und jetzt kommt ihr gemeinsam. Das ist euer Verderben. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde. Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Star Wars. Der Aufstieg Skywalkers. Der Dschungel! Das ist eine ganz neue Sache! Niemand hat uns gesagt, dass wir eine ganz neue Sache machen müssen! Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ach schon, ich komme! Großvater Eddie? Guten Morgen! Habt ihr Spencer gesehen? Ich glaube, er ist wieder im Spiel. Wir müssen ihn holen. Hörst du das? Hä? Wir haben unsere Charaktere noch nicht ausgesucht! Sind wir in Florida? Oh mein Gott. Warte, wir sind in den falschen Körpern. Meine Gelenke fühlen sich an wie Butter. Liebe Güte, ist das alles schön locker? Das kann nicht wahr sein! Ich bin zurückgekommen und es ist schlimmer geworden. Guck mal, 1, 2, 3. Wir haben einige Probleme. Das Spiel ist kaputt. Hört mal gut zu, das ist ein gefährlicher Ort. Ihr braucht Augen in eurem Hinterkopf. Donnerlittchen nochmal. Was ist dem passiert? Was zum Henker ist das? Schau mich an. So hab ich nicht mehr ausgesehen seit... Niemals. So ausgesehen hast du niemals. Ich glaube, meine Augen haben eine andere Farbe. Alles an dir hat eine andere Farbe. Seht euch das an. Stärken und Schwächen. Linguistik. Oh je. Nunchakus. Das ist neu. Verdammt, ist das eine tolle Liste. Schwächen, Hitze, Sonne und Sand. Wie kann dieser Kerl ein Charakter in einem Abenteuerspiel sein? Mann, ist das heiß hier! Wir müssen Spencer und Bethany finden. Dieses Abenteuer ist sogar noch schwieriger. Dieses Mal wird nicht jeder von euch das Spiel lebend verlassen. Bethany meint, ihr braucht Hilfe. Wo ist Bethany? Steht direkt vor euch. Sie sagt, oh mein Gott, Leute, ich bin voll das Pferd. Ja, yep, das ist Bethany. Hey! Du bist ein schrecklicher Fahrer. Wovon redest du? Ich habe gerade erst letzten Monat meine Fahrprüfung wieder bestanden. Was ist passiert? Ja, ich bin zurück. Ich hab dich so vermisst. Oh mein Gott, Leute. Hi. Bethany. Hey, Leute, wir sind wieder zurück in Jumanji. Heute Nacht ist eine magische Nacht, in der ich die Katze küre,
die ein neues Leben verdient. Du willst auf den Ball gehen? Das könnte gefährlich werden. Kommt! Jetzt wird getanzt! Ich beurteile eure Seele. Ich habe eine Seele und ich habe Soul. Spot up! Und Trommelwirbel bitte! Mitch! Die Party fängt an! Die Katze, die es am meisten verdient, bekommt ein neues Leben geschenkt. Dann kann sie so sein, wie sie es sich immer erträumt hat. Wie ist dein Name? Warum sagst du nichts? Na dann los! Haha! Leg dich nicht mit der verrückten Katzenlady an. Die Zeit ist gekommen, die Wahl zu treffen. Gut, das wird so nicht funktionieren, oder? Das sage ich zu dir. Drück die Pfoten. Komm, wir wollen beginnen. Ich liebe es. Es hat mich gefreut, Sie in diesem Semester unterrichten zu dürfen. Schöne Feiertage und frohe Weihnachten. Was geht ab, Ladies? Aufgeregt wegen heute Abend? Das ist der letzte Tag unseres letzten Wintersemesters für immer. Trink, 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 yeah! Kannst du ein Foto von uns machen? Na klar. Wo ist Helena? Vorhin hat sie viel Wodka Soda gekippt, aber es ging ihr noch gut. Tschüss. Wir hätten mit dir mitgehen sollen. Es geht dir gut. Jetzt komm schon, amüsier dich. Nein, 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 bitte! Helena ist noch nicht nach Hause gekommen. Sollte ich mal verschwinden, lass die Bluthunde von der Leine und sucht mich. Sie war gestern bei der DKO-Verbindung. Du machst wohl immer noch Probleme, Rye. Hallo? Hallo? Ich mach mir Sorgen, dass ihr was passiert ist. Es sind Weihnachtsferien. Sie könnte sich verspäten, weil es schneit. Meine Freundin ist verschwunden. In 9 von 10 Fällen ist das Mädchen bei ihrem Freund. Ich zwinge euch in die Knie. Diese Uni ist 200 Jahre alt. Es wurden viele Opfer gebracht, um unsere Traditionen zu erhalten. Ihr seid alle verrückt. Ich habe es satt, mich zu verstecken. Ich habe es satt, wegzulaufen. Los, 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 los! Ho, 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 Bitch. Ihr habt uns Schwestern unterschätzt. Okay, passt auf. Mit mir stimmt was nicht. Das ist das Erste, was man wissen muss. Ich hab Schaden am Faden. Ich hab Schaden am Faden, Mann. Ich zucke und schreie viel. Wenn! Dadurch sehe ich aus wie ein verdammter Freak. Kannst du das nicht mehr sein lassen? Anfassen, Bailey! Tut mir leid. Aber in meinem Kopf ist es noch vermurkster. Ich kann nicht aufhören, Sachen zu verdrehen. Vor allem Wörter und Geräusche. Ich muss so lange mit ihnen spielen, bis sie sich richtig anhören. Entschuldigung. Oh Gott, lassen Sie es gut sein. Wie ich sagte, total vermurkst. Dann fing ich an, für Frank zu arbeiten. Frank Minna, Privatdetektiv. Jungs? Frank? Frank lieb, Frank lieb, Frank go! Er hat mir beigebracht, meinen Kopf zu benutzen, ihn zu einer Stärke zu machen. Er gab mir einen Platz in dieser Scheißwelt, bis ich alles vermasselt habe. Frank! Brooklyn, sie ist jetzt in Schwierigkeiten. Wer? Weiß irgendjemand, an was Frank dran war?
Da läuft irgendwas Großes und die waren nicht froh über das, was herausgefunden hat. Wir kriegen raus, wer das war. Und wir rächen uns. Wenn ich dahinter komme, werden sie es bereuen, das verspreche ich dir. Das ist sie. Das ist die Frau, die Frank beschattet hat. Ich glaube, sie hat was aufgedeckt. Was mit den Armen in der Stadt passiert, war gestern keine Nachricht wert und wird es auch morgen nicht sein. Wo gehen die Leute dann hin? Die meisten verschwinden einfach. Diese Stadt wird von Moses Randolph regiert. Wenn jemand nicht als das erkannt wird, was er wirklich ist, kann das sehr gefährlich sein. Haben Sie die leiseste Ahnung, wie Macht funktioniert? Macht ist das Wissen darum, dass Sie tun können, was Sie wollen und dass niemand Sie davon abhalten kann. Nein! Diese Leute sind unsichtbar. Sie existieren gar nicht. Wenn Sie seine Arbeit bedrohen, wird er Sie vernichten. Sie sind ganz allein. Wenn Sie wüssten. Du bist irgendwie in die Sache verstrickt und du bist in Gefahr. Fell! Wir haben das gleiche Chaos im Kopf. Die Dinge verdrehen sich. Manche nennen es eine Gabe, aber ein Hirnleiden ist es trotz allem. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Sie weiß es nicht! Sie weiß es nicht! Was weiß ich nicht? Das ist das Kaff, in dem wir alle geboren und getauft sind. Am falschen Ort geboren, zur falschen Zeit geboren. Wir sind alle beschädigte Ware. Du kennst doch unser altes Haus, oder? Da können wir einziehen. Aber nicht allein. Wer keinen Abwasch macht, kommt mit Foto aufs Plakat. Sag mal, kannst du eigentlich auch was anderes spielen? Wir sind frei. Du bist frei und ich bin frei. Und deswegen spiele ich, was ich will. Knoblauch hast du schon da reingetan. Ja, 5 Knollen, wie bei dir. 15! Ist doch quasi dasselbe. Hier springen die Verrückten manchmal vor die Züge. Hinlegen, Augen zu, bang, vorbei. Frieda ist die reinste Zeitbombe. Ich bin sad, I'm sad. Das gehört dazu. Wozu? Wenn man Depressionen hat. Das ist Pauline. Sie kann ja auf dem Heuboden. Brandstifterin im Heu? Ach, jetzt ist sie für den Rest ihres Lebens eine Brandstifterin. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ich bin für den Rest meines Lebens ein Selbstmörder. Ich finde es gut, dass ihr euch alle so kümmert. Der Frieda war schon immer speziell. Wieso sollte er sich ausgerechnet heute umbringen? Weil er heute Morgen glücklich war. Misch dich nicht in mein Leben ein, okay? Dann lass mich nicht dabei zugucken, wie du dich ins Jenseits verfrachtest, okay? Kopfschluss! Wäre es okay, wenn du heute mal bei dir schlafen würdest? Mach doch mal was, du! Es kamen schon die ersten Beschwerden. Das Ganze ist schneller vorbei, als ihr gucken könnt. Wenn ich es nochmal mache, dann kannst du nichts dafür. Man, kapierst du eigentlich, dass wir uns Sorgen machen? Da ist die Angst. Bang! Die Einsamkeit, du kannst sie doch nicht laufen lassen! Frieda! Ihr werdet alle tot sein können! Ich habe einfach keine Angst mehr. Scharf, was ist es? Hat Höppner gemacht. Also toll, ihr kocht selber, ja? Das ist die Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in die Klasse. Herzlich willkommen, Anna. Woher weißt du denn, dass Papa ihn nicht leiden kann? Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Ich will hier aber nicht weg. Das will ich auch nicht. Also so wie es aussieht, hatten alle berühmten Menschen eine sehr schwere Kindheit. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kreuze jeden Tag ein Kästchen ab, bis wir wieder heimfahren. Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Die Deutschen sind von allen guten Geistern verlassen. Vielleicht spielt Hitler jetzt gerade Mühle mit meiner Spielesammlung. Hoffentlich ist er lieb zu meinem Kaninchen. Das riecht nach alten Socken. Und wenn ihr weiterhin immer nur von Deutschland träumt, dann werdet ihr viele wundervolle neue Sachen verpassen. Dann macht es dir nichts aus, Flüchtling zu sein. Doch, aber ich finde es auch ganz interessant. Wer notre futur de Sylvie. Santé. Wer notre futur Santé. Santé. Ihr Juden müsst doch überall die Besten sein, oder? Jetzt haben sie uns, die Nazis. Ach, du Knalltüte.
Das ist nur eine Birne. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mama hat geweint. Aber als Flüchtling muss man eben oft Abschied nehmen. Auf Wiedersehen, du gutes altes Haus. Wieder Luga, ihr engen Gassen. Au revoir, Rue de la Victoire. Das gehört zu meiner schweren Kindheit dazu. Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, hörst du? Jetzt kann Max und ich eines Tages doch noch berühmt werden. Bonjour, Madame. Madame heißt aber Frau, glaube ich. Au revoir, Madame.